Ja, herzlich willkommen zur 189. Bärscher, leider kurz vorm Deutschlandspiel. Ich bin nicht parteiisch bei diesem Deutschlandspiel, überhaupt nicht. Heute lasse ich mein Trikot aus, ist mir jetzt wurscht. Was gibt's zu berichten? Ja, meine Tipps waren ja größtenteils richtig, bis auf, glaube ich, zwei Stück. Ja, denn womit man nie gerechnet hätte, wäre natürlich das Spiel von Spanien gegen Holland. 1-5, was war das denn, Spanien? Ich meine, das war nicht damit zu rechnen. Dann nicht zu vergessen, das 3-1 von Costa Rica gegen Uruguay habe ich auch nicht richtig getippt. Passiert. Ist nun mal so. Habe ich nicht richtig getippt. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Bin halt ein blöde Sau, weißt ja. ja. Heute muss ich ja wieder tippen, glaube ich, ne? WM-Spiele, Spielplan, den brauche ich jetzt wieder. Und zwar sage ich euch ja die Spiele bis Freitag. Nee, das machen wir nicht. Ich sag's, doch muss ich ja. Also, meine lieben Damen und Herren, der WM-Spielplan sieht wie folgt aus. Also heute Abend spielt ja Iran gegen Nigeria. Das ist mein absolutes Spitzenspiel. Ich hoffe drauf, dass Nigeria gewinnt, weil afrikanische Mannschaften wirklich bei WMs nie groß rauskommen, leider. Und das finde ich ein bisschen schlimm. Dann natürlich die USA heute Nacht noch. Werde ich auch gucken, werde ich da sitzen mit meiner US-Flagge hier, ja. Und hoffen, dass die US-Boys Ghana im Schach halten. Da bin ich mal natürlich nicht für die afrikanische, sondern für meine USA-Mannschaft, ja, ist ja klar. Dann morgen spielt, kann ich das von hier sehen, Belgien gegen Algerien. Ja, Belgien wird gewinnen, da bin ich mir sicher. Und Russland gegen Südkorea. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich hoffe, dass Südkorea gewinnt. Aus bestimmten Gründen. Dann kommt Brasilien, Mexiko. Ich glaube, Brasilien. Trotz allem Brasilien. Kamerun gegen Kroatien. Tippi auf den Sieg von Kroatien. Aufpassen, dass ich nicht über Freitag rüberrutsche. Wir sind schon am Dienstag, glaube ich, ne? Gruppe B, warte mal. Hier. Australien, Niederlande, natürlich wird die Niederlande gewinnen. Spanien gegen Chile, tippe ich auf den Sieg von Spanien, nenne ich. Ich weiß nicht. Ich will mich da nicht mehr festlegen. Bei Spanien will ich mich nicht festlegen dieses Jahr. Ich sage einfach mal unentschieden. Wäre am verdientesten, weiß ich jetzt schon. Vielleicht gewinnen sie es auch. Ich bin gerade ein bisschen überbelichtet. Jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich wieder unterbelichtet, wie immer. So, dann Kolumbien, Elfenbeinküste. Ich tippe auf den Sieg von Kolumbien. Und dann tippe ich noch Japan gegen Griechenland. Sieg für Japan. Den Rest können wir am Freitag tippen. Uruguay-England ist auch noch im Gespräch, sehe ich gerade. Uruguay-England tippe ich auf den Sieg von Uruguay. Nicht, sondern von England. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also die haben mir echt, also Uruguay und Spanien haben mich richtig, richtig enttäuscht und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und, ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass die Deutschen gleich gewinnen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob wir es schaffen. Tippe aber trotzdem auf ein 2-1 für Deutschland. Bisschen motiviert muss man sein. Und ja. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Bär.